Stefan! Denk dran, es ist Fastenzeit. Du spielst ab jetzt keine Zuckerpässe mehr. Ja, und beim FC Bayern München fasten sie auch. Julian Nagelsmann verzichtet bis Ostern auf Sané. Wobei, der verpasst ja eh immer einen Bus. Ich hoffe ja, dass der Busfahrer, als er den Sané gesehen hat und der so zum Bus gesprintet ist, kurz gewartet hat, bis er kurz vor der Tür war und dann nochmal so richtig Gas gegeben hat für alle anderen. Ah, das wäre schön. Der Nagelsmann hat gesagt, habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich saß im anderen Bus. Was? Ja, das ist schon ein Problem, ne? Wenn der Hofstadt FC Bayern München und die Mannschaft losfährt und die brauchen mehr Busse als die Fanclubs. Der Sané. Gab es bestimmt ein persönliches Gespräch mit dem Julian. Hat er bestimmt gesagt zum Nagelsmann, siehst du mich kratzen? Nagelsmann, nö. Der Sané, weil es mich nicht juckt. Stefan! Denk dran, Fokus ist nicht nur eine Zeitschrift. Beim FC Bayern konzentrieren sich die Spieler halt auf die elementar wichtigen Dinge. Serge Gnabry hat nach dem Kurztrip zur WM, ne, bereits danach 5 verschiedene Frisuren gehabt. Ach Serge, ich kann dir mal mein Shampoo empfehlen. Das heißt Back to Reality. Andi, du bist auch unser Fastenexperte, ne? Du schießt auch immer Fastentor. Ja, Mann. Suchst du deine Beefy Roll? Ja? Denk dran, Konfuzius sagt, oft ist das, was du suchst, bereits in dir. Und der Nagelsmann macht sich jetzt zum Ende seiner Ära, sag ich ja, nochmal richtig beliebt. Es gibt jetzt erstmals seit Jahren wieder einen Strafenkatalog beim FC Bayern München. Jetzt geht's aber gar nicht um Thema Bus verpassen oder Kurztrip nach Paris. Nee, Pünktlichkeit. Ja. Pünktlichkeit bei den FC Bayern-Spielern ist auch abzuschätzen, wie viel der andere zu spät kommt. Ah, der Nagelsmann zusammen mit dem Kahn, die kriegen das in den Griff. Ne? Zum Thema Pünktlichkeit verpflichten die demnächst so einen asiatischen Superstar. Timing. Uli Hoeneß ist schon dran. Thema Pünktlichkeit beim FC Bayern. Klappt das nicht? Steigt wer als Sponsor ein beim FC Bayern? Die Deutsche Bahn. Ja, sicher. Praktisch auch für die Spieler, dann gibt es im Bus Fahrkartenkontrollen. Patrick, du bist für mich wie Porridge, ne? Wenn man nur einen Namen liest, dann geht's. Wie sieht denn der Strafenkatalog beim FC Bayern jetzt aus? Jeder Spieler, der zu spät kommt, ne, muss das Maskottchen spielen. Wobei, da kannst du dich jetzt schon mit Thomas Müller prügeln. Ja, sicher, der ist da safe drinne. Sogar eine Halbzeit. Lässt der Sommer im Training zu viele Bälle durch. Kommt der Nübel zurück. Wobei, jetzt, da wäre für den Strafenkatalog unrealistisch. Den Nübel will wirklich gar keiner mehr haben. Jeder Bayern-Spieler, der zu spät kommt, muss einen neuen Bayern-München-Traditionsanzug kaufen. Für 399 Euro. Riesenempörung im Netz. Wie man für so einen Anzug fast 400 Euro nehmen kann. Ja, und die Bayern-Spieler sagen, nee, ich gehe doch nicht bei Kick einkaufen. Fazit ist auf jeden Fall, denkt Julian Nagelsmann aktuell beim Schnitzelklopfen, ne, an die Disziplin seiner Spieler, ne, dann passen die nicht mehr in die Pfanne. Also die Schnitzel. Andi, willst du Karten sehen? Ja, dann geh doch bitte zum Skat und bettel nicht beim Schiri drum. Ich glaube, so einen Bundesligaspieler motiviert zu bekommen, ist noch schlimmer als so einen auf Lebenszeit verbeamteten Lehrer. Da kannst du auch machen, was du willst, Geld kommt immer. Mein Vorschlag, ne, to be discussed, wie es so schön heißt. Einfach Jahresgehalt deckeln, Sponsoren deckeln, wenn das überhaupt geht, dass sie sich nicht nebenbei. Und nur noch bezahlen nach was? Auflaufprämie. Nämlich jeder Ölli, der auf der Bank sitzt, ist dann auf einmal wieder motiviert. Ah, ich werde doch noch Bundesliga-Trainer. Christian, du glaubst auch, ne? Kippt man im Hund, Red Bull in den Napf, dann wird's ein Wachhund. Seit letzter Woche gibt es rund um Gelsenkirchen wieder Probleme mit der Stromversorgung. Weil jeder Schalker, ne, egal ob der jetzt auf Malochen geht, 4 Wochen in Urlaub fährt, ne, lässt unten im Keller das Licht brennen. Die letzte Hoffnung. Weil da eine Energie drauf geht. Wobei, wenn wir das Energieproblem lösen wollen, dann müssen wir den Habeck mal da in die Biathlon-Arena auf Schalke schicken. Stimmung ist ja da, ne, für die Scheiße, die da anbieten. Ja, ist doch so. Damit mal ein Ding wird dann da gewonnen gegen Stuttgart. Und jetzt die Hoffnung und so weiter. Ne? Aber bitte mach im Keller das Licht aus. Das
wird beim VfL Bochum am Wochenende eh eng. Wenn der Reis da zurückkommt und alle hellauf begeistert. Da wird so eine Stimmung sein in dem Kessel in Bochum. Da wird aus dem Reis aber ganz schnell Milchreis. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der hat jetzt geheiratet und den Namen seiner Frau angenommen. Und ich so, wie heißt denn jetzt? Und er so, Bettina. Weißt du, was der Sané zum Lagel zum... Nochmal. Kommt da noch was hinten dran? Hermann! Ja. Was Kopf? Und ich muss den Schuh zumachen. Ah, es ist nur Stress. Ihm fällt die Kopfhörer raus. Hier muss man Schuh zumachen. Professionell auch, Schleife habe ich nicht gelernt. Ja. Dann muss ich nachgucken. Ist das, was du suchst, bereits in dir? Ist wie bei der Das Gute ist, dann gibt's im Bus. Schade. Ja, nochmal. Dann gibt's im Bus endlich auch mal wieder Fahrkartenkontrollen. Mach mal nochmal. Warum ist das so schwer? Das ist doch eine ganz einfache Nummer eigentlich. Lässt der Sommer im. Christian, du glaubst auch, ne? Kipp mal im Wachhund. Red Bull in den Napf, ne? Dann wird's ein Wach. Nee. Weil jeder Schalker, ne, egal ob er auf Arbeit fährt oder 4 Wochen in Urlaub, nochmal. Ja, und rund um Gelsenkirchen gibt's abletzende, nee, nochmal. Jeder Schalker, egal ob der jetzt auf Arbeit geht oder nochmal, Mann!